S&G. Rumi. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Android-Game. Wir testen uns natürlich mal wieder querbeet durch alle Android-Games durch, die mir so ins Auge springen. Und jetzt ist mir Rumi ins Auge gesprungen. Wer kennt das nicht? Wir spielen's. Ja, ich bin schon ganz gespannt, wie das Ganze hier funktioniert. Wir verschieben auf jeden Fall mal den Aufnahme-Button. Und ja, also man hat ja auch schon mal eine wunderschöne Vorlage. Wir sind momentan dran. Eine Zeitbegrenzung gibt's nicht. Wir können ja auch schön die Rummi-Steine verschieben. Ah doch, hier gibt es doch eine Zeitbegrenzung. Ja, wir können hier aber leider nichts nehmen. Beziehungsweise vielmehr, wir können 1, 2, 3. Ob das so geht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall können wir hier mal einmal hier alles schön sortieren, so wie das muss. Gut, hat dann wohl nicht so ganz funktioniert. Okay, das muss man da praktisch drunter legen. Ja, wie können wir hier jetzt weitermachen? Also es ist ganz schwierig. Wir können halt 1, 2 und 3 machen, aber sonst geht nicht. Oh, wir brauchen mindestens 30. Alter Schwede. In dem Fall sind wir erstmal aufgeschmissen. Wir ziehen eine. Und ziehen noch eine. Und noch eine. Keiner kann rauslegen. Wir bräuchten noch eine 11 in Rot. Hm. 5, 6, 7. Jetzt können wir. 8. Okay. Hm. 8. Ach, ich muss erst 30 rauslegen können, bevor ich irgendwo anbauen kann. Das ist ja meine Viehscheibe. Da müssen wir eine ziehen. Wir kommen hier halt mal gar nicht raus, ne? Das ist ganz schön blöd. Wir haben einen neuen. Ich bin natürlich auch so ein bisschen im Zeitdruck. Weil ich natürlich nicht möchte, dass das ein unendlich langes Spiel wird. Und dass wir da einfach in unser Zeitlimit so passend wie möglich rankommen. Ich brauche einfach eine rote 11.
Die legen hier alles raus. Ich verliere doch voll. Also entweder kann ich es nicht oder ich weiß auch nicht. Ah, das geht also doch. Okay. Die können alle schon rauslegen. Wahrscheinlich kann ich es einfach nicht. Es ist aber auch schwierig. Ich brauche mindestens 3 mal 10. Wie komme ich hier um Himmels Willen mit 30 raus? Sieben, sechs. 5, es gibt aber keine 30, oder? 4, doch 8. Eine 3 haben wir nicht, eine 7 auch nicht. Eine 10, da hätten wir eine rote. Das können wir noch rauslegen. Wobei wir können hier aber auch 10, 11 und 12. Ey! Das gibt's doch nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall finde ich es eigentlich ganz schick aufgebaut. Wenn es nur nicht so streng wäre. Aha, muss man sogar Uno dann. Das war falsch. Tja. Pass auf. 10. 10. Das passt ja gar nicht. Ich stehe einfach unter zu hohem Zeitdruck. Ach. Und das ist einfach nicht gut. Aber was will man machen? Alter, ich habe einfach mal keine Ahnung. Also gut, jetzt wollen wir uns mal hier anstrengen. Was können wir hier machen? Gar nichts mal wieder. Wir haben hier 2 mal 12, 2 mal 13, 2 mal 8, 2 mal 5, 3 mal 5. Wir haben aber keine 11.
Mal wieder 3 mal 8, gibt's doch nicht. So wird das doch wieder nichts. Entweder brauche ich jetzt eine orangene 11 oder einer von denen legt eine orangene 11 raus. Halt, ich kann raus. Also jetzt pass auf, ich habe dreimal die 12. 1, 2, 3. Okay, jetzt hat es funktioniert. Na, Halleluja. Gut, also 4, 5. Sieben. Neun oder vier in Orange haben wir nicht. Okay, das war's. Also, dann wollen wir hier mal ein bisschen aufräumen. 7, okay. 5, 6, 7, 8. Das geht, da kann ich raus. 5, 6, 7, 8. Wir haben hier eine 8. Wir haben hier eine 8. Wir haben hier eine 8. Mehr wird hier jetzt momentan leider nicht gebraucht. Wir haben hier eine 3. Mit 1 können wir nichts anfangen. Okay. Also, wir haben eine 3. Vier, fünf. Brauchen wir noch eine gelbe 1, aber die gibt es ja nicht, wie wir festgestellt haben. 19 gibt es auch nicht. Wir bräuchten noch eine 11, verdammte Hacke. Okay. Also gut. Eine 13. 9, 10, wir brauchen immer noch die 11. Wir haben eine 1. Das bringt uns auch nichts. Das war's mal wieder. Wir nehmen einen Stein, machen weiter. Brauchen aber hier immer noch die 11.
aber ich kann ihm im Achter was machen. Dreimal die 8. Gut, hier kann ich meine 13 rauslegen. Die 11 kann ich leider nicht wegnehmen. Okay. Interessant. 9. Wir können hier leider nichts machen. Ist auch nicht gerade so effektiv. 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben hier eine 13, wir hätten hier eine. Rot können wir nicht nehmen, aber die blaue 13 können wir nehmen. Da haben wir eine 12, da können wir auch nichts machen, leider. Würde uns noch eine 12 fehlen. Mit der 1, wir haben keine schwarze 1. Wir haben aber eine blaue und eine rote. Okay. Okay, jetzt hat sich wieder... Shit. Tja, wir sind ein bisschen weitergekommen. Das war's jetzt hier erstmal. 17 Minuten hat es gedauert. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Zum Schluss war es doch noch ganz interessant. Finde ich auf jeden Fall eine coole Alternative, wenn man denn mal raus kann. Und ja, ohne Werbung, 1A. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.